Vor allem mit echt, also ich hätte es echt gut gefunden, wenn es noch mehr von Scania und so geben würde. Weil ich liebe die Scania-Modelle. Ich hatte einen Volvo und der hat auf jeden Fall echt gut gezogen. Glaub mir, Hatte auch. Scania ist was ganz anderes. Ich hatte den besten Volvo. Mit den besten Der Upgrades. Scania hat weniger PS und trotzdem ist er besser. Okay. Aber das Na ist auch so ein und. bisschen vom Real Life abgeguckt. Bis Scania sagt von wegen, wir wollen in einem Spiel sein, dauert das ewig. Genauso Mercedes. Mercedes ist da genauso. Aber naja, Mercedes ist im Grunde Plastikschrott im Gegensatz zu Scania. Also im echten Leben. Wenn du dir anguckst, was die Scania-Dinger kosten, das ist krank. Das ist wirklich krank. Ja. Aber dafür kriegt man auch Qualität. Ja, wie viel fährst du? 66. Ah, ich fahr 67. Als hier geht's eh bergauf. Und ja, genau, wenn man aus der Stadt rausfährt, kommt UF Ender the City ganz kurz. Was ein Schluss. Ich fahr gerade sogar mit dieser Zweiersicht gerade kurz. Okay. Ich wollte so ein bisschen die Sounds auch mal haben und die Landschaft schön genießen. Aber irgendwann geht's dann doch auf den Sack. Dann guck einfach so wie ich nach links. Ach, nur nach komplett nach links hinten, damit man vorne nichts sieht, ne? Ja, ist richtig. Dann guckst du aus dem Fenster, dann hast du auch die Sounds. Weiß. Ja, dann siehst du, wenn du fährst, nichts vorne. Ja, das merkt man vor allem in Kurven. Aber sonst geht's eigentlich. So, da wurde gerade die Kreditrate abgebucht. Deine ist wahrscheinlich noch immer viel höher, ne? Ich glaube schon. Ich habe bald den anderen Kredit auch abgezahlt. Ich Okay. habe noch 85.000 drauf, aber ich habe ja 62.000 auf der Hand. Das heißt, das kann ich auch bald abgleichen, dann habe ich keine Kreditrate mehr. Aber man muss sagen, hier die Spieler sind freundlicher, die grüßen auch alle zurück. Dann ist mein Truck zumindest abbezahlt. Ach, die Bank, die wollen mich einfach da behalten, von daher. Ja, die werden lange was von dir haben. Ich glaube nicht, dass du jemals ohne Kredit sein wirst. Nö, warum auch? Du willst ja eine gute Geschäftsbeziehung pflegen, ne? Ja. Du solltest trotzdem mal langsamer fahren. Ich sehe dich leider immer noch nicht. Okay. Ich war bei 45. Und nachher fährst du noch woanders her und dann haben wir, naja, sehen wir uns gar nicht mehr. A little problem. Ich sag's dir ja nur. Ich fahre im Übrigen auch nur 50, ne? Ja, ich fahre nur 40, 35. Sag's noch genauer. 34, 33, 33, 33, 34. Und er macht es noch tatsächlich. Was ein Typ. Ja, du wolltest das so, ne? Oh, Hast du mein Ballons? Motor hat 98 Grad Fahrenheit. Schau mal, wie viele Ballons. Ah, 4 Stück. Voll schön. Ja. Bist du schon mal Ballon geflogen? Nee. Ich auch nicht. Von oben schön auf die Leute spucken. Stell dir mal vor, du hast Höhenangst und merkst das erst so richtig in einem Ballon. Ja. So schnell kommst du wieder nicht nach unten. Das stimmt. Dann muss er halt springen. Ich glaube, das traut man sich nicht. Aber was ich auf jeden Fall mal gern machen würde, ist Fallschirmspringen. Okay. Ah, hier fährt gerade eine Eisenbahn unter der Ich Brücke, finde lieber ja. so Paragliding oder so, finde ich schon ziemlich geil. Oder Wingsuit, das ist auch geil. Genau. Ja. Ja. Gibt's in echt. Ja, das gibt es natürlich. Aber das ist natürlich auch etwas wie Fallschirmspringen, was man einfach so machen kann, ne? Ja. Und Fallschirmspringen geht ja auch nur mit einer Person. So, und wie ist das mit einem Wingsuit? Ja, Ach. Yannick. Bisschen lernen, dann passt das schon. Ja. Woche hast du drauf. Ich muss abfahren. Echt? Ja, ich habe ja gesagt, du musst aufpassen. Okay. Jetzt musst du auch irgendwie hier runter.
Du kannst das aber auch früher sagen, ne? Ja, wie soll ich das denn früher sagen, wenn ich das eher nicht gesehen habe? Soll ich jetzt mit zu dir fahren? Das ist ja eh unsere letzte Fuhre. Und ich komme hier eh gar nicht mehr weg gerade. Ja, dann fahr halt nicht mit. Dann sind wir jetzt die ganze Strecke nicht miteinander gefahren, du Arsch. Klar. Wir waren nur 500 Meter entfernt. Wir waren nur circa 1 Kilometer auseinander, aber wir sind ja zusammengefahren. Ja. Zusammen. Ist klar. Wie viele Meilen hast du noch? 200, du? 140. Tja. Du fährst ja auch in den Süden des Südens. Und vor allem fahre ich hier eine Wüstenstraße entlang. Okay. Die, naja, total kurvig ist. Ich fahre noch auf Highway mit 68. Vor allem, boah, was für eine Strecke. Richtig sinnlos gebaut. Boah, die Kurve ist aber geil. So komplett links um die Ecke und dann. Ja, so runter. Richtig lang. Das ist echt cool. Vor allem, wenn man hier wieder Gas an der Waage. Eigentlich darf ich nur 40 fahren, aber. Ah, ich muss mich nicht wiegen, cool. Mit 70 hier durch ist das total cool. Nur man muss aufpassen, die Kurve, die ist echt scharf, ne? Das hier ist cool, weißt du, hier ist eine Waage. Dass die so scharf ist. Ja, was denn? Hier ist eine Waage, eine Tankstelle daneben und auch noch ein Schlafplatz. Sowas ist eine Raststätte. Okay. Sowas darf sich den Namen Raststätte ja, geben. Das ist cool. Also Yannick weiß jetzt endlich, was eine Raststätte ist. Also eine Waage hatten wir bisher noch nicht dabei. Ich hatte sogar schon mal eine Waage, wo man hoch drauf fahren muss. Das war das auch. Achso. Was hier auch noch geil wäre, wenn Flüsse hier wären und da gibt es sozusagen so Zugbrücken, damit unten drunter Schiffe herfahren können. Das wäre eigentlich auch noch ein relativ geiles Feature. Ja, das wäre echt cool. Komm, ist noch grün, ich komme noch rüber. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung. Wie viel musst du das letzte Mal bezahlen? Naja, wenn man viel zu schnell fährt, dann 420 und weniger, dann ich hab muss 300. Auch weniger zahlen. Ja. Dann musst du 300. Es gibt ja wahrscheinlich irgendwie ab 5 mph und ab 10 mph oder so. Ja. Ja, ist etwas unterschiedlich. Es gibt leider nur 2 Stufen. Zum Glück eigentlich. Wenn wir später nämlich genug Geld haben, dann achten wir nicht mehr immer ganz so genau auf die Geschwindigkeit. Ja. Weil dann interessiert uns das gar nicht mehr so sehr. Dann haben wir unseren Truck, den wir haben wollen. Glaube ich. Boah, ich fahr 75 Grad, ne? Echt? Ja, sogar fast 80. So schnell kannst du gar nicht fahren. Ich fahr 80. Nein, ich bin nur bis 79 gekommen. Es ging gerade komplett bergab. Von okay. Daher. Boah, durch 80 komplett durch eine Kurve durchgeheizt. Nicht mit 80, mit 70. Ich war bei 68 die, Begrenzung eigentlich ist. Ja, richtig, nur der kann nicht so schnell bremsen, wie schnell es gerade abgegangen ist. Von daher. Nein, der bremst ja gar nicht, der gibt nur kein Gas mehr. Ja, oder so. Boah, das war knapp. Das war gerade echt knapp. Na, wie viel hast du noch? 49 Meilen. Ja, klar. Wenn du so schnell fährst. Ey, das war das erste Mal, dass ich mit Hänger 79 gefahren bin. Boah, mein Tank ist wieder fast leer, ne? Meiner auch. Meiner hat noch, warte, das sind 4. Von 8 Strichen hat er noch 3. 3 Achtel. Ja. Hab ich sag ja das doch. Wie viel Gallonen? 49. Okay, ich hab noch 40. Ja, ich fahr wieder spritsparender als du. Oder eher gesagt, meiner schluckt nicht mehr so viel wieder, ne? nein, nicht rote Ampel. Ich fahr grad voll die coole Strecke. Ja, ich sehe es. Schöne Felder. Oder Bäumchen, keine Ahnung, was das sind. Bäumchen.
Soll wahrscheinlich so Weinranken oder so darstellen. Ja. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Du hast doch viel länger geschlafen. Mindestens 2 Stunden mehr. Ja, Schönheitsschlaf ist eigentlich bei mir so 10 Stunden. Boah, ich bin fast umgekippt. Echt? Ja. Oh, jetzt mache ich Trick 49, dann umgehe ich nämlich die rote Ampel. Ich fahre in einen, so kann man sagen, so einen Abgabeplatz rein. Fahre dann an der anderen Seite einfach wieder raus. Ja, ja, du Arsch. Ja, was? Ich habe eine rote Ampel gespart. Da warst du eh eine kürzere Strecke und da macht der sowas. Unglaublich. So, wie viel Gallonen hast du jetzt noch? 46. Oha. Ja, ja. Ich habe 10 Gallonen verbraucht. Oh. Ja, du fährst einfach nicht spritsparend. Naja. Ist egal, einfach rein, gib ihm. Ja. Ich wechsle die ja auch nur von Autobahn zu Autobahn, ne? Ist wirklich so. Ah, du bist doch jetzt auch schon fast da. Aber ich hätte eigentlich woanders herfahren sollen, fällt mir gerade auf. Hätte ich vorher noch tanken können. Und vor allem, du hast sogar jetzt weniger Meilen als ich, dank der roten Ampeln hier. Wieso, wie viele Meilen hast du noch? 23. Okay. Und ich habe gerade nur rote Ampeln. Das ist gut. Bei mir kommt keine Ampel. Ja, gerade ist ja grün geworden. Oder vielleicht eine Ampel kommt noch. Und die ist so lange rot, bis ich abgegeben habe. Nein. Ist die echt rot? Es gibt keine Ampel. Und ein Stoppschild. Ja, da musst du auch stoppen, ne? Hab ich. Ja, ich hab's gesehen. Dann das ist der Vorteil, wenn man im gleichen Raum ist. Da kann man so ein bisschen rüber gucken. Ich hab auch 22 Meilen. Ja, ich auch fast. Da vorne kommt wieder eine Kreuzung, wenn das wieder eine rote Ampel ist, ne? Ich springe im Kreuz. Das will ich sehen. Okay, aber ohne Aufnahme, ne? Nee. Muss ja auch schon ein bisschen was zu lachen haben. Ja, klar. Also du bist auf jeden Fall jetzt schon da, ich noch nicht. Aber noch 20 Meilen, 19. Oh nee, nicht schon wieder eine rote Ampel. Kann doch nicht wahr sein. Ja, jedes Mal, wenn da eine rote Ampel ist, ich fahre hin, bremse komplett und wenn ich stehe, wird sie grün. Jedes Mal. Das dürfte eigentlich relativ einfach zum Einparken sein. Ah, schaffst du eh nicht. Danke. Wenn du das echt jetzt nicht schaffst, ne, dann bist du auf jeden Fall von ATS entbunden. Entbunden? Ja. Ja, ich habe auch ein Kind entbunden, ne? Ja, klar. Schon 3. Hä, nicht 8? So viel habe ich noch nicht. Ist er einwandfrei. Okay. So wünscht man sich das. Bin schon wieder fast nächstes Level. Ich aber auch jetzt nach dem Abgeben. Ist dann Level 6, ne? Ja, ja. Oder Level 7? Ja, ja. Sag mal. Ja, Level 7. Echt? Ja. Okay. Ja, du hast ja geladen. Ja, oder eher gesagt, in dem Account hier weitergespielt. Weil er ja, zu faul letzte. War zu kopieren. Ich war nicht zu faul, ich war einfach nur zu vergesslich. Ja, und du warst dann zu faul rüberzulaufen und dann wieder zu kopieren. Das sind viele Meter. Ja, bestimmt zu Fuß 100 Meter. Ja. Bestimmt. 1200. Mhm. Aber bestimmt 100. Mehr. So, ich fahre jetzt noch zur Tanke. Ja. Ich bin jetzt auch am Abgeben. So beim Einparken eher gesagt. Okay. Gut, dass man hier 30 fahren darf. Ich fahre 65. Nice. Hast du Bestrafung bekommen?
Nee, ist aber gerade grün. Stimmt, danke, dass du mich darauf hinweist. Mano. So, in einem komplett durch eingeparkt. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Mehreres, weiß ich nicht. Ich habe 11.176 bekommen. Okay, krass. Ich habe jetzt 39.833 Ich glaube, Dollar. um die 10.000 dürfte ich auch gekriegt haben. Okay. So, ich würde sagen, da ist aber auch dann die Folge jetzt zu Ende, oder? In die Folge, die war wahrscheinlich schon vorher zu Ende. Ja. So, ja, ich weiß, Entschuldigung. Ich habe auch noch einen Unfall gebaut. Ich habe jetzt 6% Schaden. Okay, Das, ja, dann lohnt schönes sich Schild. auch wieder, richtig, dann lohnt sich auch wieder zu reparieren. Ja. Habe ich extra gemacht, ne? Ist es sogar gerade gut, weil du fängst wieder an zu laggen im TS. Okay. So, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, oder?